Seit über 50 Jahren zieht es mich Winter für Winter wenigstens kurz zum Skilaufen nach Vorarlberg. Der Schnee, die Luft, die wunderbare Aussicht, die rhythmisch schwingende Bewegung des Körpers bei jeder Abfahrt. Ich erlebe es wie Beten. Wie Beten, das keine Worte mehr braucht, weil es sich völlig in Dankbarkeit auflöst. Es ist, als ruhe der strahlend blaue Himmel, der sich hoch über die weißen Berge spannt, mit seiner ganzen Größe und Ruhe noch einmal in einem selbst. Geradezu existenziell bricht sich da der Lobgesang der drei Männer aus dem Buch Daniel Bahn. Preist den Herrn Tau und Schnee, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn Eis und Kälte, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn Raureif und Schnee, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Natürlich könnten Sie jetzt einwenden, aber muss man dafür wirklich Skifahren? Täte es nicht auch wandern? Vielleicht. Doch ich müsste Ihnen entgegenhalten, dass Skifahren am Arlberg nicht nur urkatholisch ist, sondern ein geradezu priesterlicher Sport. Das glauben Sie nicht? Gut, dann nehme ich Sie mit in das Jahr 1894. Da war Johann Müller Pfarrer in Wart. In einer Fachzeitschrift hatte er gelesen, dass es Menschen in Skandinavien gelinge, sich mit Hilfe von langen Holzbrettern auf Norwegisch Ski selbst bei hohem Schnee sicher und zügig fortzubewegen. Hohen Schnee, den gibt es am Arlberg bis heute, und damals war er wohl noch viel höher und schnitt in manchem Winter die Dörfer im hinteren Bregenzer Wald für Monate voneinander ab. Pfarrer Müller wollte es wissen und bestellte sich ein paar dieser Ski. Von einem Bild in der Zeitschrift wusste er gerade so viel, dass die Holzbretter an die Schuhe geschnallt werden und zusätzlich ein langer Stock benutzt wird. Heimlich und im Schutz der Dunkelheit trainierte er. Anfangs lief es wohl mehr schlecht als recht, denn er benutzte seine Skier wie Schlittschuhe. In Müllers Tagebuch ließ sich das so: Ich wartete bis zum Abend, um nicht gesehen und ausgelacht zu werden, und versuchte im großen Neuschnee des Pfarrwiedums mein Glück. Doch da lag ich schon im Schnee, und so immer wieder bis gegen Mitternacht. Nach einigen Tagen hatte der Pfarrer den Dreh raus und wagte sich bei hohem Schnee hinüber nach Lech. Ganz ohne Sturz ging die Tour des Seelsorgers nicht ab, aber er erreichte nach nur 1,5 Stunden wohlbehalten den Nachbarort. Dazu muss man wissen, dass selbst heute noch auf der Straße zwischen diesen beiden Orten eine mehrmonatige Wintersperre besteht. Zurück in Wart wurde Pfarrer Müller von seiner Gemeinde begeistert empfangen und frenetisch gefeiert. Konnte es da ausbleiben, dass vor allem die jungen Burschen von den Brettern des Pfarrers fasziniert waren und sich eigene Ski herstellten, damals noch aus Fassdauben. Jetzt geht die Entwicklung Schlag auf Schlag. 1901 gründet sich ein Arlberg-Skiclub. 1904 findet ein erstes Skirennen am Arlberg statt. 1925 wird in Lech eine Skischule mit 2 Lehrern begonnen. 1936 wird in Zürs am Arlberg der erste Schlepplift Österreichs in Betrieb genommen. Nicht alles hat sich seitdem positiv weiterentwickelt. Manches Schöne ist dem Kommerz geopfert worden. Aber wer will und wer ein wenig sucht, findet noch immer das große und erhabene Geschenk, das einem das Herz öffnet und die Seele in Dankbarkeit aufgehen lässt. Wenn irgendwo, dann ist hier zu spüren, von guten Mächten
wunderbar geborgen zu sein. Thank you.